Was geht ab, meine Z-Fighter-Hose hier, und heute hat auf der globalen Version das Future Showdown Event angefangen, beziehungsweise die Celebration. Heißt, wir gucken uns alle Informationen und Details dazu an. Danach werden wir auf jeden Fall noch über das Banner von Inkoku Black reden. Ich werde quasi sagen, könnte man das summonen, sollte man und so und so fort. Ja, darauf werde ich quasi auch noch auf jeden Fall eingehen. Das wird mehr oder weniger der interessante Part sein. Deswegen würde ich sagen, wir gucken ganz kurz mal sofort die Informationen und Details an. Beziehungsweise, bevor wir dann anfangen, Freunde, wir werden heute Abend streamen auf Twitch oder Twitch. Der Link dazu ist in der Beschreibung, der Streamplan ebenso. Ich denke, ich werde so um 18, 19 Uhr so um den Dreh herum live gehen. Ich werde für Inkoku Black im Stream summonen. Ein wenig, nicht allzu sehr, ein wenig. Gucken wir mal, wie das Ganze verlaufen wird. Denn ich werde, wie gesagt, gleich drauf eingehen und was ich zu dem Banner zu sagen habe. Und dementsprechend werde ich mich auch ein wenig zurückhalten. Aber heute im Stream, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, wird gesummt und dann spielen wir noch ein bisschen Dokkan Battle. Checkt auf jeden Fall den Streamplan ab. Alles dazu ist in der Beschreibung. Also, Future Showdown Campaign ist ab jetzt online. Ist bis zum 10. Mai online auf der globalen Version. Wir haben einen Dragonstone Sale, könnt ihr euch gerne abchecken. Wir haben eine neue Special Mission. Wir haben Noggin Boni, wir haben auch neue Special Missions, die gucken wir uns gleich näher an. Wir haben einen Dragonstone Sale, Freunde, könnt ihr euch gerne abchecken. Ja, wenn ihr da was holen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Außerhalb davon, wie gesagt, Goku Black's Banner ist live, geht bis zum 10. Mai. Ja, so lange haben wir Zeit für den Boy zusammen und ich werde gleich auf das Banner zurückzusprechen kommen. Wir haben ein Time Travis Katori Banner, Freunde. Dort, ja, sind halt Time Travis Katori Charaktere featured. Ein Featured pro Multi gibt es. Und ja, muss man aber nicht unbedingt summonen, bin ich euch ehrlich. Also in diesem Banner würde ich eigentlich nicht unbedingt summonen. Gut, außerhalb davon haben wir das neueste Dokkan von Goku Black. Gucken wir uns euch auch näher an. Wir haben ein neues Story-Event mit Videl und Gohan. Gucken wir uns auch gleich näher an. Die gewissen Future-Saga-Events sind ebenso live. Das Event von Raditz kommt am 25. April. Ist doch heute, oder? Ja, ja, legit, ist auch schon online, alles klar. Das ebenso, aber jetzt hier, sorry, jetzt hier kommen die neuen Sachen rein. Und zwar, was heißt die neuen Sachen, sondern die Sachen, die später reinkommen, die nicht heute schon online sind. Extreme Z Battle, das nächste Extreme Z Battle ist von Super Saiyan 3 Vegeta, geht online am 30. April, 8.30 Uhr unsere Zeit. Ein Super Saiyan 3 Kategorie Banner wird ebenso live kommen. Warum? Denn die Super Saiyan 3 Kategorie ist sehr effektiv gegen das Extreme Z Battle von Vegeta. Wenn das live kommt, gucken wir uns auf jeden Fall auch genau an. Wie gesagt, 30. April, 8.30 Uhr. Das Dokkan von Vegeta wird dann bis zu einer bestimmten Zeit auch jeden Tag online sein, wegen dem Extreme Z Battle, um genau zu sein, bis zum 15. Mai. Bulmas Preparation Stage kommt ebenso live. Am 1. Mai nämlich kommt das Ganze live um 8.30 Uhr unserer Zeit, denn am 3. Mai gibt es ein World Tournament. Da kommt jetzt auch auf Global der neue World Tournament LR Yamcha. Gucken wir uns auch auf jeden Fall näher an. Tien rutscht dann quasi auch wie Piccolo schon zuvor in das World Tournament Banner. Nicht featured, kann man sie dann dort ziehen. Außerhalb davon, ja, World Tournament Support Pack kommt hinzu. GT Story Events kommen ebenso live und Goku Jr. kommt auch zurück. Beides kommt am 6. Mai, 8.30 Uhr morgens unserer Zeit, sowohl als auch diese beiden Events. So, genau, so viel auch dazu. Dann lassen wir ganz kurz ein Wort zum Dokkan-Event von Goku Black sagen. Eine neue Stage wurde hinzugefügt. Wir kämpfen gegen den neuen Goku Black. Das sind die neuen Medaillen. Man braucht 77 Medaillen, um den neuen Inkoku Black Dokkan zu waken. Den Inkoku Black haben wir uns genau angesehen gestern im Video nach der Frage, ob er overrated ist. Dazu sage ich gleich auch nochmal ein kurzes Wörtchen dazu. Inkoku Black an sich hat keine Schwäche. Er baut sogar Damage Reduction auf Phase 1 ab. Phase 2 kommt HP Recovery hinzu. Immunität gegen Stun Effect kommt ab Phase 3 hinzu. An sich, Freunde, kämpft die am Anfang gegen Tech-Typus, Strength-Typus, In-Typus. Ich habe dazu ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne abchecken. Gerne über das Dokkan-Event und dann nehmt ihr am besten euer stärkstes Team mit und habt Spaß, sag ich mal. Das Event ist machbar. Natürlich sollte man auf jeden Fall Teams haben, die auch solche Events schaffen. Ja, da muss ich euch nichts verzeihen. Wenn ihr neu angefangen habt und die Events nicht schafft, dann schaut erstmal her, dass ihr vielleicht auf der Schwierigkeit sie hat das schafft. Wenn ihr das dort schafft, dann könnt ihr dort die Medaille farmen. Ansonsten, wie gesagt, nehmt euer bestes Team mit. Wenn ihr in den letzten zwei Phasen überwiegend physisch Charaktere habt, habt ihr einen Typenvorteil. Davor müsst ihr aber aufpassen, habt ihr einen Typennachteil. Ich denke, also ihr werdet sicherlich klarkommen. Ich spreche halt da wahrscheinlich nicht für jedermann, aber wenn ihr neu angefangen habt, Freunde, dann ist halt auch einfach so, dass ihr natürlich dann nicht alle Events schafft, vor allem nicht neue Events. Die sind für Anfänger natürlich noch schwer, aber für die, die schon ein bisschen dabei sind, packt euer bestes Team rein und geht da rein. Nicht vergessen, aber wenn ihr Inkoku Black zieht, ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück, dann droppt auf Stage 1 der Tech Goku Black und das ist eine farmbare SA, denn auf der SSR-Stufe gibt er für den Inkoku Black 50% auf die SA.
In Goku Black, wie gesagt, haben wir uns genau angesehen die letzten Tage, beziehungsweise gestern im Video. Wir haben ein neues Story-Event mit Videl und Gohan. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, gucken wir uns gleich an. Gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Drei Sages, nimmt da am besten die Stones mit. Holt die Videl auf SC10, awaked sie. Dafür gibt es aus den Missions auch Stones. Sie ist gar nicht mal so schlecht, wenn ihr sie awaked. Man braucht 20 Medaillen auf Stage 3, um sie zu awaken. Nach ihrem Awakening ist sie Majin Buu Katrui-Leaderin. Beziehungsweise zuvor auch schon Free-to-Play-Leaderin halt, die kommt dann auf Key-Plus 3 50% hoch, sollten das sein. Jedenfalls, was kann sie nach dem Awakening? Sie hat am Anfang immer 100% auf den Angriff, aber mit jeder Runde verliert sie 7% ihres Angriffes. Maximum, was sie da verlieren kann, sind 35%. Hat dazu aber eine hohe Chance, 2 Additional Attacks zu starten, die dann eine Super-Attack sein können. Genau, also als Free-to-Play-Charakter, wenn ihr Peppy Gods Free-to-Play-Charakter braucht, und zum Beispiel, könnten sie auf jeden Fall farmen. Aber schau, ihr wirft da einen Blick auf die Mission. Wenn ihr sie auf SC10 bringt, Awake, dann bekommt ihr doch ein bisschen Stones, sag ich mal. Genau, ja, Time Travels, Katrui-Banner, die ersten 3 Multis sind 30 Stones jeweils, Freunde. Für einen Multi gibt es Featured Charakter. Es sind natürlich auch LR-Charaktere am Start, die sind aber nicht Featured, ich würde da nicht unbedingt sagen. Also wenn es kein Muss hat, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Time Travels Charaktere braucht von denen, dann würde ich ja nicht sagen, möchte sein. Lieber sparen, denn, ja, auf den, darauf komme ich noch mit lieber sparen. Wir werden nämlich gleich über das Banner reden. So, oh, zum ersten Long gibt es ein paar Orbs an der Show, okay, nicht schlecht. Ansonsten ist das Login-Boni. Könnt ihr euch gerne abchecken, Freunde. Bis zu 15 Stones gibt es, alles klar. Jetzt die Special Missions sind noch quasi interessant, bevor wir dann auf das Banner eingehen. Und zwar können wir bis zu 30 Jank-Stones holen. Was müsst ihr machen? Daily, Freunde, Daily müsst ihr einmal trainieren, eine Stage clearen, 3 Stamina verbrauchen. Dann habt ihr die Daily-Mission, bekommt dafür außerhalb von den Sachen hier einen Stone. Also nehmt auf jeden Fall die Dailies mit, Freunde. Es sind jeden Tag ein Stone und Sleeping Kai. Sleeping Kai ist auf jeden Fall immer erwünscht. Das wäre 30% Chance, SR eines Charakters zu erhöhen. Aber einfach her damit, würde ich sagen. Und am Wochenende, wenn ihr da jeweils ein Dokument klärt, Samstag, Sonntag, dann bekommt ihr die Medaillen, die hier gelistet sind. Wenn ihr bis zu 3 Charaktere rekrutiert, was heißt das, wenn ihr Charaktere aus einer Stage holt? Zum Beispiel, wenn ihr Free-to-Play Videl bis zu 3-mal holt, dann bekommt ihr die Medaillen, die hier gelistet sind. Wenn ihr eine Stage, irgendeine, unter gewissen Bedingungen schafft, die Bedingungen sind, mindestens ein Time-Travels-Kategorie-Mitglied im Team zu haben und diese Stages zu schaffen. Wenn ihr das bis zu 5-mal macht, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind. Wenn ihr bis zu 10 Story-Events macht, Freunde, bekommt ihr das alles, bis zu 10 Dokumentations, ebenso das alles. Und dann bis zu 750 Stamina verbraucht, ebenso das, was gelistet ist. Wenn ihr 10 dieser Missionen schafft, bekommt ihr 3 Stones. Wenn ihr alle schafft, bekommt ihr 6 Stones. So viel eigentlich auch dazu, was reinkam, Freunde. Jetzt kommen wir mal zu dem Interessanten. Goku Black, in Goku Black's Banner. In Goku Black selbst, Freunde, haben wir uns gestern angesehen. Wenn ihr euch fragen wollt, was hat in Goku Black drauf, was kann man von ihm vor allem erwarten, das wollte ich im gestrigen Video zeigen. Mit dem Video, mit dem Titel, ist in Goku Black overrated. Da ging es mir wirklich darum, ihn neutral aufzuzeigen, im Vergleich zu stellen mit Strength Goku Black. Und dann quasi, dass ihr einen Eindruck von ihm habt und wissen könnt, okay, das und das hat er drauf. Ich habe die Frage gestern oft bekommen, wieso habe ich ihn mit Strength Goku Black verglichen, weil man kann doch beide spielen. Richtig, aber darum ging es nicht. Ich habe ihn mit Strength Goku Black verglichen, um seine Position als Dokkan-Fessel-Charakter zu zeigen vom in Goku Black. Ja? Und ich finde, der Strength Goku Black Rosé ist ein sehr guter Vergleich. Er ist schon eine ältere Unit. Strength Goku Black gibt es schon lange und ist immer noch gut und immer noch konstant als Dokkan-Fessel-Charakter. Deswegen fand ich ihn als Vergleich sehr gut. Natürlich kann man beide in einem Team spielen, aber darum ging es nicht. Ich habe ihn nicht mit dem physisch Goku Black oder mit dem anderen Goku Black an sich verglichen, weil der in Goku Black ist meilenweit besser als der physisch Goku Black. Ja, wie gesagt, da ging es um die Position des Dokkan-Fessel-Charakters. Und einfach um neutral aufzuzeigen, das und das hat er drauf. Und das haben zum Beispiel weit ältere Dokkan-Fessel-Charaktere drauf. Genau, abgesehen davon, unabhängig davon, by the way, Freunde, wenn ihr in Goku Black mögt, wenn ihr Goku Black geil findet, wenn ihr ihn wollt, dann summit für ihn. Ich wünsche euch sehr viel Glück, ich drücke euch die Daumen. Wenn ihr diesen Charakter haben wollt, dann summit dafür. Also dann lasst euch da nicht quasi sagen, nee, macht lieber das oder das. Wenn ihr Bock drauf habt, ey, ist ein Spiel, habt Spaß und spielt das. Natürlich zieht ihr ihn dann hoffentlich. Aber jetzt, vor allem wegen Free-to-Play-Spielern halt, vor allem, da haben wir halt den Vorteil auf Global, da kann man dann sagen, okay, da können wir ein bisschen voraussehen, weil wir wissen, was auf JP kommt und ich kann dann quasi meine Gedanken dazu geben, meine Ratschläge zu geben, denn im Endeffekt haben die dafür sich selber in der Hinsicht dann quasi meine Ratschläge gegeben, wo man hier sparen kann, links, rechts und wo man vielleicht summen sollte. Ganz klar, Freunde, auf Global erwarten wir im Juli, Mitte Juli, Anfang Juli, das 4-jährige Jubiläum. So in den Zeitraum geht es langsam los und Mitte Juli werden die Banner dann kommen. Von vierfachen Vegeta und vierfachen Goku. Die Banner von vierfachen Vegeta und vierfachen Goku sind meilenweit besser als das Banner von Goku Black an sich. Die beiden Banner, also von dem, die Jubiläumsbanner, ich nenne es mal so, der ihr Wert, der ihr Nutzen,
Da könnt ihr viel, viel mehr Charaktere mit rausnehmen. Und vor allem werden dann auch die Dokkan-Coins kommen. Das solltet ihr auf jeden Fall euch merken. Heißt an sich, wenn ihr jemand seid, ihr seid ein Free-to-Play-Spieler und ihr müsstet jetzt nicht unbedingt Goku Black haben, dann spart lieber auf das Jubiläum. Ja? Bei allem Respekt, ich weiß, Goku Black ist cool, er sieht geil aus, und er ist einfach so geil. Sein Team macht übertrieben viel Spaß, das kann ich euch garantieren. Ich habe ja ihn auch auf JP und ich habe ja quasi, ja, ihn auch spielen, ich spiele auch häufig mit ihm und mit seinem Team. Es macht wirklich Spaß. Aber für die Spieler, die eben quasi hier auch, ja, kalkulieren wollen, wissen wollen, wo soll ich sparen, wo könnt ihr sparen. Wenn Goku Black aktuell für euch kein Muster hat, dann sammelt da nicht, meine lieben Freunde. Vor allem, wenn ihr kürzlich erst bei Vegeta das Banner gesammelt habt, denn das Banner von Goku Black hat sich nicht geändert. Sowohl Bardock auch als Full Power Goku waren vor nicht mal einem Monat oder vor einem Monat im Banner von Vegeta. Heißt, wenn ihr bei Vegeta gesammelt habt und wenn ihr die zwei Charaktere rausgeholt habt, dann müsst ihr eigentlich nicht unbedingt sammeln. Außerhalb davon, die Charaktere, die featured sind, ganz ehrlich, den besten Charakter, den ich hier aus dem Banner sagen könnte, ist Shenko Goku Black immer noch, Freunde. Natürlich, Inko Black ist auch geil. Den wollt ihr auch. Ist der neue Charakter. Aber abgesehen davon, Shenko Goku Black ist mit Abstand der Beste. Full Power Goku und Dreifacher Bardock sind gute Charaktere. Versteht mich nicht falsch. Aber sie waren kürzlich erst online. Das finde ich echt schade. Ich habe ja gesagt, deswegen habe ich ja gedacht, dass vielleicht sich das Banner ändern wird. Speziell die zwei Charaktere. Aber das hat es ja nicht ausgeschlossen, dass es dann trotzdem nicht geändert wird. Ich habe ihr im schlimmsten Fall gesagt, letztens im Stream, weißt du was, vielleicht denken sie ja, Global ist uns so mehr oder weniger egal, wir lassen die beiden Charaktere drin, sollen die doch wieder für die beiden zusammen, und obwohl die den letzten Banner waren. Ich meine, wenn ihr sie letztens nicht gezogen habt und ihr sie hier ziehen könnt, natürlich geil. Aber es gibt halt so viele Charaktere, die lange Zeit nicht auf Global Featured sind, außerhalb jetzt von diesem Neujahresbanner. Dazu gehört Thales und Evo Vegeta. Die waren so lange nicht drin. Natürlich kommen sie jetzt zum Jubiläum, die sind bei dem Banner von Vegeta. Aber das Jubiläum ist in 3 Monaten, sagen wir mal, oder 2,5. Die könnte man schon hier noch reinhauen. Haben sie aber nicht, sie haben das Banner gleich gelassen. Sie haben gesagt, wisst ihr was, ist uns Wurst, wir lassen das Banner glitzergleich. Der muss auch mittlerweile nicht mehr sein. Natürlich bekommt in Zukunft sicher sein Ise und tralala. Aber ganz ehrlich, ihr merkt schon vom Nutzen her. Der ist natürlich eine gute Unit. Aber vom Nutzen her merkt ihr schon, das Banner gibt eigentlich außerhalb von den beiden geilen Goku Blacks. Und natürlich, Full Power Goku, Dreifacher Bardock sind auch geil. Aber halt wegen dem aktuellen Ereignis, was auch Global abging, waren sie letztens erst online. Und ja, das Banner gibt eigentlich, es ist kein schlechtes Banner. Aber es sind zu viele Charaktere, die neulich da waren. Außer von Strength Goku Black. Also Strength Goku Black, bei allem Respekt. Wenn ihr ihn wollt, ist es eine gute Chance, ihn jetzt zu ziehen. Wenn ihr ihn und Inko Goku Black zieht und damit rausgeht, GG, dann habt ihr wirklich gut gepullt. Aber Freunde, wirklich bei allem Respekt, wenn es keine Highlight, wenn Inko Goku Black kein Muss hat, dann würde ich sagen, spart lieber auf das Jubiläum. Oder ihr geduldet euch noch ein wenig, denn morgen kommt ja das Banner von Zamasu und Shanks auf JP. Und wer weiß, vielleicht ist der Inko Goku Black in dem Banner von Zamasu featured. Heißt, in Zukunft, in dem Fall dann natürlich nach dem Global Jubiläum, könntet ihr dann auf ein Comeback von Inko Goku Black warten. Ansonsten wäre es eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen gerne auf jeden Fall ein Like geben. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß beim Summit. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut heute Abend im Stream vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.